Meine Damen und Herren, auf vielen Ebenen wird gesprochen, getagt, informiert, dass auch jeder sozusagen die Ballhöhe hat. Gerade für Deutschland ist am Wochenende eine, man kann das so sagen, eine Kehrtwende, eine Zäsur eingeleitet worden. Die letzten 20 Jahre von Außen- und Sicherheitspolitik sind auf den Prüfstand gestellt worden und werden, wenn denn alles sozusagen im parlamentarischen Prozess dann so beschlossen wird, auch noch einmal massiv verändert. Deutschland wird sich stärker außen- und sicherheitspolitisch engagieren. Das ist in einer Regierungserklärung des Kanzlers Olaf Scholz am Sonntag durchaus deutlich geworden. Heute also ein neuer Punkt, eine Sondersitzung des Auswärtigen Ausschusses in einer plenarfreien Woche an einem Freitag mit einem einzigen Tagesordnungspunkt, nämlich tatsächlich dem Bericht der Bundesregierung zu diesem Punkt, zu den Vorfällen in der Ukraine und auch einem Bericht des Bundesnachrichtendienstes. Das bedeutet, die Sitzung ist als geheim eingestuft. Das ist keine Freude für Reporter, die das begleiten müssen. Aber für erfahrene Reporter ist es überhaupt kein Problem. Und Gerd-Joachim von Fallua ist so ein erfahrener Reporter. Gerd, ich grüße Sie in die Hauptstadt, ins Paul-Löbe-Haus, wenn ich das richtig sehe, hier von Bonner Sicht. Und darf Sie fragen, was sozusagen vor der Sitzung an Äußerungen und an Meinungsbild, und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen different, zu hören war. So ist es. Die Parlamentarier haben selber diese Sondersitzung verlangt. Sie wollen vor allen Dingen Informationen der Geheimdienste haben, wie die Situation in Russland ist. Das interessiert hier besonders und natürlich in der Ukraine. Aber vielleicht haben Sie es mitbekommen, der BND-Präsident Bruno Kahl war ja beim Tag des Kriegsausbruchs in der Ukraine, musste dann sozusagen dort fliehen. Also die Erkenntnisse da werden nicht so groß sein. Aber gerade wie die Stimmung, die Situation in Russland ist, das interessiert hier die Abgeordneten. Der außen- und sicherheitspolitische Berater des Bundeskanzlers Plötner ist anwesend und wird Auskunft geben. Aber auch der Staatssekretär aus dem Auswärtigen Amt, der beamtete Staatssekretär Michaelis, ist heute da. Und darum geht es eben in geheimer Sitzung. Danach dürfen die Abgeordneten darüber nichts erzählen. Aber vorher haben sie natürlich die Chance wahrgenommen, hier vor den Journalisten Stellung zu nehmen. Stellung zur aktuellen Diskussion, unter anderem, wie kann es jetzt weitergehen? Und auch die Frage, was bedeutet ein Angriff auf ein Atomkraftwerk? Da gab es ja hier im politischen Berlin schon heftige Kontroversen. Ist das jetzt ein Fall, wo dann die NATO eventuell dann involviert werden muss? Das hat Friedrich Merz angedeutet. Er hat gesagt, der Oppositionschef, wenn die Russen dazu übergehen, Atomkraftwerke anzugreifen und gar irgendwas austritt, dann ist das natürlich auch ein Angriff auf die NATO. Dann müssen wir überlegen, ob wir dann andere Schritte einleiten. Der Bundeskanzler hat ja sowohl gestern in dem großen Interview wie auch heute Morgen dem widersprochen und hat gesagt, also die NATO wird in keinem Fall involviert werden. Und dazu nahmen die Abgeordneten hier auch Stellung. Der erste, den wir hören werden, ist Thomas Roth. Er ist der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses von der SPD. Ja, ich darf Sie alle ganz herzlich hier im Paul-Löbe-Haus begrüßen zu einer abermaligen Sondersitzung des Auswärtigen Ausschusses. Angesichts der Ankündigung des russischen Präsidenten, diesen furchtbaren Krieg brutalstmöglich fortzusetzen, haben wir uns entschieden, uns noch einmal mit Vertreterinnen und Vertretern der Bundesregierung darüber auszutauschen, wie die Lage sich darstellt in der Ukraine, aber auch in Russland und wie die nächsten Schritte aussehen. Das Wichtigste am Anfang, auch wenn die bisher geführten Gespräche nicht danach aussehen, es muss zu einem unverzüglichen Waffenstillstand kommen und das Minimum, was zu erwarten wäre, ist, dass es zumindest während der Gespräche, die ja zwischen der russischen und der ukrainischen Seite laufen, zu einem Waffenstillstand kommt. Es ist der ukrainischen Seite sehr hoch anzurechnen, dass sie trotz unzumutbarer Bedingungen immer wieder bereit ist, auch die Gespräche mit der russischen Seite fortzusetzen. Es wäre sicherlich auch gut, wenn die russische Seite bereit wäre, diese Gespräche verbindlicher fortzusetzen, unter Leitung einer internationalen Persönlichkeit, die als Vermittlerin oder Vermittler dort eingeschaltet werden könnte. Natürlich müsste diese Persönlichkeit sowohl von der russischen als auch von der ukrainischen Seite akzeptiert und respektiert werden. Ich stehe im täglichen Kontakt mit Abgeordneten des ukrainischen Parlaments. Es gibt klare Forderungen. Einer der wichtigsten: wir brauchen humanitäre Korridore, um die dramatische Lage der Menschen in der Ukraine nachhaltig zu verbessern.
Und bislang reicht es nicht, wenn Putin nur abstrakt erklärt, darauf könnte man sich verständigen. Es ist ein zwingendes Gebot der Menschlichkeit. Und es gibt eklatante Versorgungsengpässe in der Ukraine, auch in der Hauptstadt, vor allem bei den Medikamenten. Es geht um Kinder, es geht um Kranke, um chronisch Kranke, die dringend auf medizinische Versorgung angewiesen sind. Und es ist auch nach dem inakzeptablen Angriff auf ein Atomkraftwerk vom Schlimmsten auszugehen. Und auch hier muss man deutlich machen, dass Putin zumindest bereit sein sollte, dass es Sicherheitszonen gibt, die auch von ihm anerkannt werden, damit es nicht zu einer weiteren furchtbaren Eskalation mit schlimmsten unkontrollierbaren Folgen käme. Wir werden heute das Gespräch suchen, vor allem auch mit dem Auswärtigen Amt, mit dem Bundesverteidigungsministerium, mit dem Bundesnachrichtendienst. Dass Putin sich in die Ecke gedrängt fühlt, kann man ja auch daran erkennen, dass nicht nur die Sanktionen Wirkung entfalten, dass nicht nur der Westen weiterhin geschlossen und entschlossen ist, sondern dass es auch große Unruhe in der russischen Bevölkerung gibt. Und mit einer weiteren drastischen Einschränkung der Meinungs- und Medienfreiheit in Russland versucht Putin, sein Lügenmärchen aufrechtzuerhalten, dass er die Ukraine befreit von den Faschistinnen und Faschisten. Auch das ist etwas, was nach wie vor auch in der russischen Bevölkerung auf Verständnis stößt, weil es faktisch keinen freien Meinungszugang und Medienzugang mehr gibt und die Menschen nicht mehr die Möglichkeit haben, faktenbasiert sich zu informieren über die dramatische Lage in der Ukraine. Herr Roth, die Union hat gesagt, eine nukleare Verseuchung Zentraleuropas, wie sie beim Angriff auf ein Atomkraftwerk drohe, könnte ein Artikel 5-Fall für die NATO sein. Wie sehen Sie das? Ich kann nur dringend davor warnen, jetzt darüber zu spekulieren. Die NATO hat in großem Einvernehmen entschieden, dass man zwar die Ukraine weitreichend unterstützt, humanitär, aber eben auch militärisch. Und das wird ja auch fortgesetzt. Dass ich aber jetzt hier nicht über Bündnisfälle sprechen möchte, die Regeln sind sehr klar. Sollte die russische Seite wirklich ein NATO-Mitgliedsland angreifen, dann stellt sich der Bündnisfall. Aber alle anderen Diskussionen darüber halte ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt für verantwortungslos. Wir sollten das lassen. Zur Vermittlung. Sie haben gesagt, es sei dringend nötig, eine Frau oder einen Mann einzuschalten. Ganz konkret sind Sie dafür, dass Altkanzlerin Merkel als Vermittlerin auftritt? Es geht ja nicht darum, was dem Michael Roth gefällt, sondern es geht darum, was für die russische und für die ukrainische Seite akzeptabel wäre. Und da ist natürlich eine erfahrene Persönlichkeit mit diplomatischem Geschick gefragt. Aber meine Erwartungen sind da sehr bescheiden. Im Prinzip müsste man sich erst einmal darauf einigen, dass man solche ernsthaften Friedensgespräche wirklich auch sucht, mit dem Ziel, jetzt einen Waffenstillstand zu erreichen, damit das Leid so vieler Unschuldiger beendet wird. Wäre denn die Altkanzlerin geeignet für eine solche Vermittlungstätigkeit? Grundsätzlich ist die Bundeskanzlerin sicherlich mit ihren Beziehungen und mit ihrer Erfahrung eine der möglichen Kandidatinnen. Aber ich will da überhaupt nicht vorweggreifen. Ich glaube, jeder Name, der da jetzt genannt wird, ist möglicherweise ein Name, der sehr schnell verbrannt wird. Und da ich als sehr parteiisch wahrgenommen werde, als jemand, der uneingeschränkt an der Seite der Ukraine steht, sollte ich mich mit Ratschlägen hier tunlichst zurückhalten. Unterstützung ist denn jetzt angedacht oder überhaupt noch denkbar für die Ukraine von westlicher Seite? Also wichtig ist, dass die humanitäre Hilfe jetzt auch ankommt. Und ich erwarte natürlich auch von der Bundesregierung, aber auch von anderen Bündnispartnerinnen und Partnern, dass wir jetzt alles dafür tun, dass kurzfristig auch die Hilfe dahin kommt, wo sie gebraucht wird. Das setzt aber eben auch diese humanitären Korridore voraus. Darüber hinaus diskutieren wir ja auch, wie wir der Verteidigung der Ukrainerinnen und Ukrainer noch besser Rechnung zu tragen vermögen. Auch darüber gibt es ja Gespräche. Ich warne aber dringend vor einer detaillierten Diskussion in der Öffentlichkeit und ich kann mich da meiner Ausschussvorsitzenden Kollegin Strack-Zimmermann nur anschließen. Jede öffentliche Debatte darüber, was wir an Waffensystemen liefern, wie wir liefern, wann wir liefern, gefährdet nicht nur unsere eigenen Leute, sondern gefährdet natürlich auch die Ukrainerinnen und Ukrainer. Da brauchen wir ein Höchstmaß an Diskretion, weil wir alle wissen, die Nachrichtendienste der russischen Seite funktionieren sehr gut. Der Angriff auf das Atomkraftwerk,
Gibt es da jetzt eine neue Risikobewertung auch aufgrund dessen? Darüber werden wir ja sicherlich heute mit den Vertreterinnen und Vertretern der Bundesregierung zu sprechen haben. Aber selbstverständlich ist, dass das ein weiteres No-Go darstellt und man wieder erkennt, dass Putin offenkundig jedes Mittel recht ist und dass er immer wieder auch das internationale Recht bricht, ganz bewusst, um auch Angst und Schrecken die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen. Gerade auch die Drohung mit den Atomwaffen hat ja auch bei uns in Deutschland und im Westen zu einer Diskussion geführt. Provozieren wir nicht Putin mit unserer Solidarität gegenüber der Ukraine? Und so sehr ich die Sorgen und Ängste auch der Menschen in unserem Land verstehe, möchte ich hier nochmal klar zum Ausdruck bringen, wir dürfen jetzt nicht nachlassen in der Unterstützung für die Ukraine. Denn das Einzige, was Herrn Putin nicht provozierte, wäre das Nichtstun. Und Nichtstun, das kann in dieser dramatischen Situation keine Option für Deutschland, keine Option für die NATO, keine Option für die Europäische Union sein. Sie haben gerade gesagt, wir haben noch keinen Bündnisfall. Gleichwohl liefern aber NATO-Länder Waffen, Material in die Ukraine. Glauben Sie, wir könnten uns auf diesem Wege doch, oder die NATO könnte sich auf diesem Wege doch eben vom Verteidigungsbündnis in eine Kriegspartei mit verstricken? Wir haben dazu doch klare Regeln und an diese Regeln halten wir uns. Und wir sollten gar nicht der russischen Propaganda auf den Leim gehen, die ja, egal was wir tut, sagt, wir würden doch schon längst in diesem Krieg, uns in diesem Krieg beteiligen. Ich halte das für eine schwierige Diskussion. Ich glaube, dass wir uns genau an die Regeln halten und deshalb lehnen wir zum Beispiel ja auch die No-Fly-Zone ab, weil sie ja kontrolliert werden müsste. Und die könnte nur kontrolliert werden, beispielsweise durch NATO-Kräfte. Und das wäre derzeit eine Beteiligung, die wir ausschließen, weil die Konsequenzen, die sich daraus ergeben würden, unvorhersehbar wären. Und deswegen lehnen wir das ab. Und darüber werden ja sicherlich heute auch die Außenministerinnen und Außenminister der NATO sprechen. Aber dem kann ich überhaupt nicht vorweggreifen. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, wie die Haltung der Bundesregierung aussehen wird. Der Bundeskanzler hat das ja jüngst auch noch mal deutlich zum Ausdruck gebracht. Wir haben diese Ausschusssitzung anberaumt, weil wir uns auf den aktuellen Stand bringen lassen wollen. Gerade auch vor dem Hintergrund der Ankündigung, die man aus dem Gespräch von Macron mit Putin nehmen muss, dass der Krieg dort intensiviert und das heißt brutalisiert werden soll. Das ist der Anlass, weswegen wir diese Sitzung hier durchführen. Brauchen wir weiter Waffenlieferungen in die Ukraine? Ist das eine vernünftige Idee? Wir haben uns entschieden, in dieser Situation bestimmte Waffen, die der Verteidigung und dem Aufhalten können, zu liefern. Es wird auch weitere Lieferungen geben. Das Bundessicherheitsrat wird darüber entscheiden. Ich würde trotzdem von der Perspektive her Folgendes anmerken. Diese Waffen können eigentlich nur dazu dienen, durch eine Verzögerung die Bereitschaft, einen Waffenstillstand herbeizuführen, zu beschleunigen. Herr Roth hat gerade einen Vermittler vorgeschlagen. Was halten Sie von der Idee? Ich weiß nicht, ob wir einen Vermittler brauchen, aber wenn ein Vermittler hilft, soll es mir recht sein. Mein Eindruck ist, dass die NATO bis hin zum US-Präsidenten es bisher nicht an Bereitschaft hat fehlen lassen, mit der russischen Seite zu sprechen. Die Vorstellung aber, dass während in der Ukraine Wohnhäuser mit Raketen beschossen werden, man einfach so einen offenen Diskurs führt, die geht, glaube ich, am Verständnis von Diplomatie vorbei. Voraussetzung für ernste Gespräche ist die Einstellung der Kampfhandlung. Wir haben auch als CDU-CSU-Fraktion dringend darum gebeten, dass diese Woche auch nochmal eine Ausschusssitzung stattfindet. Das ist aber, glaube ich, Konsens unter den Fraktionen des Bundestages, weil ich mir von dieser Sitzung schon erhoffe, dass wir über die allgemein zugänglichen Informationen hinaus, sowohl über die Lage in der Ukraine als auch über die Lage in Russland, nähere Auskunft bekommen. Wir beobachten in den letzten zwei, drei Tagen eine weitere Eskalation des Konfliktes, die auch wesentlich damit zu tun hat, dass die russische Armee offensichtlich in keiner Weise in der Lage ist, die Erwartungen zu erfüllen, die die Führung in Russland in sie gesteckt hat. Das ist eine der großen Fehleinschätzungen Putins gewesen. Aber darüber können wir uns nicht freuen, weil das eben zu dieser Situation führt, dass er jetzt eskaliert. Es wird Zivilbevölkerung im großen Stil angegriffen. Völkerrechtsverletzungen liegen meines Erachtens auf der Hand. Das ist dramatisch, dass das bereits am 10. Tag eines solchen Krieges stattfindet. Und das, was wir heute Nacht erlebt haben, könnte vielleicht ein bewusstes Zeichen Putins sein, so nach dem Motto, wenn ihr nicht spurt, wenn die Kiewer Regierung nicht kapituliert,
dann ist man auch in der Lage, eine atomare Verseuchung der Region zu erzeugen, indem man eben dieses Kernkraftwerk, was man jetzt besetzt hat, entsprechend hochgehen lässt. Das ist leider eine Mutmaßung, die wir in diesen Zeiten einfach anstellen müssen, weil wir keine andere Erklärung für diese Handlung haben. Und ich glaube, dass wir uns jetzt informieren müssen über die Lage, unsere eigene Einschätzung gegebenenfalls prüfen müssen vor den Hintergründen, vor den Fakten, und dass wir vor allem auch in diesen Tagen das humanitäre Leid der Menschen im Blick haben müssen. Und die Frage, wie man humanitär helfen kann, ist für mich auch eine ganz zentrale. Ich habe kein Vertrauen in die Verhandlungsteams, die dort an der belarussischen Grenze zusammensitzen, weil ich mir die Gesichter angucke auf russischer Seite. Einen von denen kenne ich aus dem Europarat. Da möchte ich mich jetzt nicht so äußern, was ich von dem halte. Ich glaube, das sind nicht die Richtigen, die so Entscheidungen treffen können. Und die Frage ist, ob wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir auch auf höherer Ebene mit Russland reden müssen, um eine humanitäre Lösung in manchen Regionen zu finden. Ansonsten sind wir in einer der extrem schwierigen außenpolitischen Lagen, wo wir aufgrund der Unberechenbarkeit des Gegners nur sehr schwer unsere eigenen Handlungen für die Zukunft vorhersagen können. Sie haben gerade die Atomkraftwerke angesprochen. Ihr Partei- und Fraktionsvorsitzender hat gesagt, eine mögliche Verseuchung Zentraleuropas könnte ein NATO-Bündnisfall sein. Können Sie das mal erläutern, inwiefern das wirklich eine Möglichkeit ist, den NATO-Fall auszulösen? Also, dass es eine Bedrohung der NATO wäre, wenn wir mitten in Europa radioaktive Verseuchung im großen Stil hätten, liegt auf der Hand. Die Frage ist, ob wir mit unseren Mitteln, ob wir geeignete Mittel der NATO haben, um das dann einzuhegen oder ob eine Eskalation des Konfliktes da ist. Ich bin zum Beispiel davon überzeugt, dass die NATO-Streitkräfte in der Lage wären, die russischen Streitkräfte in der Ukraine in kürzester Zeit konventionell zu besiegen. Wir sehen ja, dass das offensichtlich keine große militärische Aufgabe ist. Aber das würde ja eine Situation erzeugen, in der die Gegenseite im Zweifel zu weiterer Eskalation Richtung Nuklear geradezu sich angestiftet fühlen könnte. Und wenn man im Hinterkopf hat, dass Putin ja seit Jahren die große Geschichte erzählt, dass letztlich die NATO etwas gegen Russland hat, das ist ja die Legende, auf der sein ganzes Haus, sein ganzes politisches Argumentationshaus aufbaut, finde ich, sollten wir sehr vorsichtig sein, ihm hier an dieser Stelle sozusagen propagandistische Munition zu geben. Ich glaube aber natürlich, dass wir 100% klar machen müssen, und da bin ich auch dankbar, dass das der US-Präsident ja auch immer wieder so klar sagt, wenn NATO-Territorium von diesem Krieg betroffen wird, also wenn fremde Kräfte in das NATO-Territorium eindringen würden, wäre der Verteidigungsfall da. Und dann würde auch die gesamte NATO inklusive der Bundeswehr wie ein Mann stehen. Haben wir denn noch, um Putin eventuell auch zu stoppen? Ich glaube, dass wir die Sanktionsschraube noch nicht weit genug gedreht haben. Ich kann mir vorstellen, dass wir auf diese Eskalation des Krieges in der Ukraine mit einer weiteren Verschärfung des Ausschlusses Russlands vom SWIFT reagieren könnten. Ich glaube auch, dass als letztes Mittel, mit großen Opfern verbunden, auch für uns, für die westliche Welt, aber ich glaube sehr wirksam, wir auch darüber reden müssen, dass wir unsererseits sagen, wir beziehen kein Gas mehr aus Russland, dass Amerika sagt, wir beziehen kein Öl mehr aus Russland, denn das sind viele hundert Millionen Dollar, die dort quasi täglich auf legale Weise als Zahlung für diese Rohstoffe in das Land fließen. Und wenn der Konflikt noch lange weitergeht, müssen wir uns natürlich dann in einigen Wochen und Monaten den Vorwurf gefallen lassen, ihr habt sozusagen das Geld bereitgestellt, was Putin braucht, um diesen Krieg zu führen, um die Ukraine zu unterdrücken. Deswegen glaube ich, dass als solche Überlegungen auch auf den Tisch müssen und dass man diese Waffen in Anführungsstrichen, also diese Instrumente, auch offen benennen und zeigen muss. Und das ist einer der Dinge, über die wir in der CDU-CSU-Arbeitsgruppe Außenpolitik gerade aktuell drüber nachdenken. Haben wir wirklich schon im Bereich der Sanktionspolitik das Äußerste gezogen? Die jetzigen Sanktionen wirken vermutlich recht stark. Aber das zeigt, dass Sanktionen eben tatsächlich ein wirksames Instrument sind. Warum dann nicht auch dann noch eine Schippe drauflegen? Die Bedrohungslage heute verglichen mit der im Kalten Krieg, würden Sie sagen, das ist vergleichbar oder heute noch mal um einiges gefährlicher? Es ist, glaube ich, schwer vergleichbar, aber konkret bezogen auf das Handeln der heute russischen Führung und das gespiegelt auf die Sowjetunion. Ich glaube, dass ein Politbüro der KPDSU eine solche Entwicklung nicht zugelassen hätte. Also ich glaube, dass ein Politbüro an einer Stelle, wo sich jetzt quasi der Ruhm der Unschlagbarkeit der russischen Streitkräfte in wenigen Tagen auf der Straße in der Ukraine auflöst,
wo die gesamte Welt sich gegen Russland wendet. Wenn die Führung kollektiv in der Hand eines Teams läge, glaube ich, wäre es wahrscheinlicher, dass dieses Team die Entwicklung stoppt und den Verantwortlichen entsprechend ersetzt, als das gegenwärtig im Kreml ist. Und wenn Sie so wollen, es ist damit jetzt eigentlich gefährlicher, als es in Sowjetzeiten war. Die Aussichten, die wir derzeit haben, sind äußerst düster. Wir müssen uns auf ganz, ganz schlimme Bilder aus der Ukraine vorbereiten, die über das hinausgehen, was uns die letzten Tage erreicht hat. Die Flüchtlingsperspektiven, die Zahlen, haben Sie mitbekommen, werden vom UNHCR bereits hochgesetzt auf bis zu 10 Millionen jetzt. Die Ukraine hat 40 Millionen Einwohner. Das würde bedeuten, dass 25% der Gesamtbevölkerung dieses Land verlassen müssen. Wir müssen ganz besonders vorsichtig sein und aufpassen, dass wir nicht in den NATO-Bündnisfall hineinkommen. Das würde einen europaweiten Krieg zur Folge haben. Putin scheint entschlossen zu sein, das durchzuziehen. Gestern das Gespräch zwischen ihm und Wladimir Putin, also Macron und Wladimir Putin, das Gespräch hat aufgezeigt, dass er offensichtlich zum Äußersten bereit ist. Wenn die Duma jetzt auch noch das Kriegsrecht verhängt in Russland, dann ist Tor und Tür geöffnet. Wir haben 6.000 verhaftete Personen in Russland. Die Zahl steigt an. Sämtliche unabhängige Berichterstattung ist ausgeschaltet. Das zeigt alles nicht in eine gute Zukunft. Und wir müssen jetzt kühlen Kopf behalten in allem, was wir tun und darauf achten, dass wir als Bundesrepublik in der NATO nicht in einen Krieg, der ganz Europa entzünden würde, hineingezogen werden. Das ist eigentlich die Realität, vor der wir momentan stehen. Es geht momentan nicht mehr darum, in irgendeiner Weise durch Verhandlungen irgendwas zu erreichen. Putin hat diese de facto ausgeschlossen. Und dementsprechend müssen wir uns für alles rüsten. Vielen Dank. Soweit also die Außenpolitiker vor der Sitzung des Auswärtigen Ausschusses. Da war ja sehr viel drin. Eins ist deutlich geworden, vor allen Dingen die Union dringt jetzt darauf, dass Russland komplett aus SWIFT ausgeschlossen wird. Die Sanktionen reichen nicht aus. Die russische Wirtschaft bekommt immer noch sehr viel Geld durch die Europäer, durch Deutschland, aber auch durch Amerika. Eben die Energielieferungen müssen unterbrochen werden. Das ist die Forderung der CDU-CSU. Norbert Röttgen, der Außenpolitiker, hat das für die CDU-CSU hier auch gerade noch einmal bestätigt, dass man das fordert. Wir haben es gehört von Michael Roth am Anfang. Er sieht bessere Chancen darin, möglichst einen Vermittler einzuschalten. Wollte da nicht so ganz recht mit der Sprache raus, ob Angela Merkel da die richtige Person für wäre. Ja, also und insgesamt wurde davor gewarnt, eben übereilt in einen Atomkrieg hereinzuschlittern. Aber das Heft des Handelns haben die NATO-Staaten und die Europäer nicht so sehr in der Hand, sondern das geschieht ja gerade in der Ukraine. Und in der Tat, das Atomkraftwerk, das muss man noch mal ganz klar sagen, ist eben doch zum Glück nicht getroffen worden. Es ist keine Strahlung wohl ausgetreten. Insofern sind wir da noch mal an einer Katastrophe vorbeigeschrammt. Aber in der Tat muss man sich auch hier die Frage stellen, wenn das Ganze sich noch eskaliert, wie kann man den russischen Präsidenten überhaupt noch aufhalten? Und da ist die Frage, warum wir eigentlich immer noch Gas und Kohle aus Russland beziehen, eine gerechtfertigte Frage. SWIFT, damit der Wirtschaft in Russland zu schaden, wenn man aus SWIFT die Russen rauswirft, das ist der Ansatz, der vielleicht noch zieht, denn diese Sanktionsmöglichkeiten hat man noch, weil man eben gar nicht komplett in allen Bereichen den Zahlungsverkehr mit den Russen unterbrochen hat. Diese Möglichkeit ist noch da und wird sicherlich in den nächsten Stunden und Tagen auch in Europa diskutiert werden. Und damit zurück zu Ines Arland. Wir sagen ganz herzlichen Dank, Gerd-Joachim von Fallois, für Ihre Informationen, Hintergründe und Einschätzungen an diesem Freitagnachmittag von der Sondersitzung des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages. Sie werden diese Vorgänge in Berlin weiter für uns begleiten.